Bakterien als Giftproduzenten. Des Rätsels Lösung? Die gängige Annahme ist zwar immer noch, dass der Fugu sein Gift über die Bakterien bezieht, allerdings reicht das zur Erklärung noch nicht aus. Die Giftmenge ist dafür einfach zu groß. Erst nach 40 Jahren Forschung gelang es den Japanern, das Gift zu isolieren. Es ist gefährlicher als Curare oder Cyanid und tausendfach so stark wie Cyankali. Schon ein Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht ist für den Menschen tödlich. Das Grauen hat einen Namen. Tetrodotoxin, eines der stärksten Nervengifte der Welt. Stellen Sie sich vor, dies wären nebeneinander liegende Nervenbahnen. Jede dieser Nervenbahnen hat einen Natriumkanal. Tritt hier Natrium ein, wird ein elektrischer Impuls ausgelöst, der sich zum Nervenende hin fortsetzt und dann wieder über den Natriumkanal an den nächsten Nerven weitergeleitet wird. So wird der Nervenimpuls weitergereicht. Gelangt aber Tetrodotoxin ins Blut, blockiert es diesen Natriumkanal. Das Natrium kann nicht mehr hinein. Folglich kommt es zu keinem elektrischen Impuls. Und der Reiz kann nicht weitergegeben werden. Ein tückisches Gift. Der Körper wird gelähmt, die Atemmuskulatur versagt. Das Opfer erstickt. Es hat viele Vergiftungen gegeben, aber keiner dieser Todesfälle hat Japan so beschäftigt wie jener, der sich am 16. Januar 1975 ereignete. Das Opfer war schon zu Lebzeiten eine Legende. Mitsugoro Bando der Achte, einer der berühmtesten Kabuki-Schauspieler Japans. Bando, ein ausgemachter Feinschmecker, besucht an diesem Abend mit einer Geisha und Freunden ein renommiertes Restaurant in Kyoto. Fugu-Eintopf wird gereicht. Ein Theaterdirektor will den berühmten Gast beeindrucken und lässt ein winziges Häppchen der verbotenen Fugu-Leber reichen. Unter Kennern der Gipfel des Genusses. 1,4 Jeweils ein Stückchen von gerade mal 1,4 cm Länge wurde pro Schale serviert. Nicht mehr als 4 Gramm. Delikatesse oder Todesschmaus? Niemand kann sich entschließen zu probieren. Niemand, bis auf Bando. 20 Gramm der Leber wären nach der bis dahin gängigen Berechnung tödlich gewesen. Mit 20 Gramm legen wir bei 200.000 Mäuseeinheiten. Eine Mäuseeinheit ist die Giftmenge, die eine Maus innerhalb weniger Minuten tötet. 200.000 Mäuseeinheiten, das Todesurteil für jeden Menschen. Bando zeigt sich vom Geschmack der Leber tief beeindruckt und bittet um die Portion seines Tischnachbarn. Eine weitere folgt. Und noch eine. 16 Gramm Leber, nur 4 Gramm unter dem Limit. Ich selbst habe Fugu-Leber untersucht, die eine Giftigkeit von über 41.000 Mäuseeinheiten aufwies. In so einem Fall wären natürlich auch 16 Gramm tödlich. Als Bando am gleichen Abend hochschreckt, plagen ihn Kopfschmerzen. Und ein beunruhigendes Gefühl. Eine Fugu-Vergiftung durchläuft 4 Phasen. In der ersten macht sich ein taubes Gefühl in Mundbereich und Gaumen breit. In der zweiten Phase verspürt man ein taubes Gefühl in den Händen. In der dritten wird der Körper steif. Die Muskeln werden gelähmt. Nach und nach fühlt Bando seinen ganzen Körper wie in Beton gegossen. Allmählich setzt die Atmung aus. Doch sein Herz schlägt weiter. Auch wenn der Körper nach und nach vollständig gelähmt wird, bleibt das Opfer bis zum Ende bei vollem Bewusstsein. Während Bandos Geliebte vergeblich um Hilfe ruft,
muss dem Gourmet klar geworden sein, was ihm zum Verhängnis wurde. Unsere Vorfahren wussten noch von einem Gegenmittel. Man suchte nach einer geeigneten Stelle am Meeresufer und band das Opfer dort auf eine Weise fest, dass der Wellengang regelmäßig auf den Brustkorb drückte und damit wie eine künstliche Beatmung wirkte, bis das Gift im Körper abgebaut war. Der Todesfisch. Ein umstrittener Mythos. Der Staat verschlafe seine Fürsorgepflicht, bemängeln Kritiker. Japaner halten dagegen, dass es in den letzten 10 Jahren in Großbritannien 6-mal mehr BSE-Tote gegeben habe als Fugu-Opfer in Japan. Es sind 30 Grad in seinem stickigen kleinen Zimmer. Und Atsushi kann nicht schlafen. Er weiß, er wird kein Auge zutun. Nicht heute Nacht. Der Morgen dämmert herauf und bei Atsushi liegen die Nerven blank. Er fühlt es bis in die Fingerspitzen. Heute wird er Fugu-Chef. Feiertag auf dem Fischmarkt von Tokio. Wo sonst das Leben tobt, ist jetzt keine Menschenseele. Für Atsushi wie die Ruhe vor dem Sturm. Heute ist sein Prüfungstag. Der Lizenztest. Hier geht es auch um die Ehre des Restaurants. Meister Miura will sehen, wie sich sein Zögling heute schlägt. Doch der steht wie erstarrt am Ausgang und wünscht sich hinter die Spüle zurück. Die Prüflinge werden aufgerufen, doch einer fehlt. Der Schulleiter bittet um Geduld. Wo steckt Atsushi? Am Parkplatz wird er schließlich entdeckt. Sie dürfen ruhig reinkommen. Atsushi! Atsushi, komm schon! Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mit weichen Knien betritt er die Arena der schnellen Messer. "20 Minuten sind wirklich knapp. Da hat man keine Zeit, noch irgendwas zu korrigieren. Da muss alles perfekt sein." 2 Jahre hat er darauf gewartet. Auf diesen Moment, auf diesen Fisch. Nur noch 20 Minuten durchhalten. Der Erfolg scheint zum Greifen nahe. "Wenn ich ehrlich bin, will ich gar nicht, dass er besteht. Es ist besser, er fällt durch. Wenn er es beim ersten Mal schafft, wird er nur hochnäsig." "Achtung! Es gilt, 24 Scheiben Sashimi zu schaffen. Startzeit Punkt 8.30 Uhr. Achtung! Und los!"
unter den Argusaugen des Prüfers. Bis jetzt hat Atsushi alles im Griff und noch liegt alles in der Zeit. Endspurt. Noch eine Minute für das Sashimi. Jetzt eine ruhige Hand bewahren. Bloß nicht wieder nervös werden. Die Zeit ist um. Sofort werden die Sashimi-Scheiben gezählt. Na, da hat er sich doch wacker geschlagen. Alles wird benotet. Sauberkeit, Schnelligkeit, Anordnung. Nur perfekt ist gut genug. Bei Atsushi sieht alles gut aus, doch dann? Sie wissen ja, man muss mit den Handtüchern sparsam sein. Und Sie haben dann mit einem Handtuch, das die Innereien berührt hat, Ihr Brett abgewischt, bevor Sie das Filet darauf geschnitten haben, nicht wahr? Ja, das dürfen Sie nicht. Ich habe Ihnen jetzt überall Pluspunkte gegeben. Aber so? So nah am Ziel und dann durchgefallen wegen eines Handtuchs. Und dann muss Atsushi den Anruf machen, den er sich ganz anders vorgestellt hatte. Mama? Es ging alles zu schnell und naja, also ich habe es nicht geschafft. Ihm mag es noch wie eine ungerechte Bestrafung vorkommen, aber zum Wohl der Tokioter Bürger und Feinschmecker ist es wohl besser so. Jetzt schaffe ich es immerhin knapp unter 20 Minuten. Bis zum nächsten Jahr werde ich einfach noch mehr üben und noch besser werden. Manche schaffen es beim ersten und andere erst beim dritten Mal. Aber ich sage Ihnen was, wer die Prüfung dreimal macht, der ist am Ende der bessere Chef. Der Fugu, Delikatesse oder Teufelsfisch. Auf jeden Fall eine atemberaubende Spezialität. Morgen erleben wir in Arte Entdeckung eine Kletterexpedition in der Kälte der Arktis. Und gleich bei Arte, Magnolia. Ein preisgekrönter Film bei der Berlinale 2000 mit Tom Cruise und einem brillanten Schauspielensemble.